aber die werden dann irgendwann mal so dick. Ich habe schon ewig lang keinen Japan-Vlog mehr gedreht. Wir sind jetzt hier auf Valley of Gangala. Yep. Es ist immer gut, wenn man nicht weiß, wie man Wörter ausspricht. Es heißt also tatsächlich Valley of Gangala. Weiter geht's mit dem Video. Ganz spontan draußen, das Wetter ist wunderschön. Die tote Maus auf dem Mikrofon ist platziert. Es ist nämlich heute sehr windig und deswegen, ich hoffe, dass ihr mich da hören könnt. Und dann zeige ich euch jetzt so ein bisschen was. Also ich war hier auch noch nie gewesen. Direkt gegenüber ist Okinawa World. Das ist ein Freizeitpark, der ist allerdings geschlossen wegen dem Thema, über das man im YouTube besser nicht spricht. Und wir spazieren jetzt einfach mal los. Meine Familie ist schon losgelaufen. Muss gucken, dass ich da jetzt hinterher komme. Ich finde das so cool. Das ist ein Café. Da kannst du Kaffee bestellen, dann kann man dann hier warten, bis seine Tour dran ist, weil das geht leider nur mit so einer, wie nennt man das, einer Führung. Leider dürfen wir nicht draußen sitzen und trinken, ohne Maske und essen. Das ist uns leider verboten, sonst würde ich mir da definitiv einen Kaffee holen, weil schaut mal, wie süß das ist. Also, ernsthaft, wie niedlich ist das? Das ist so cool. So cool. Und wenn man dann hochschaut, da ist man einfach mal schon in der Höhle drin. Das ist einfach nur klasse. Und da ist dann jetzt die Tür sozusagen zu der eigentlichen Valley. Und da werden wir jetzt aufgerufen. Okay, also die Frau hat mir das so erklärt. Und zwar hat jeder Ast, der wächst, wie sagt man, Wurzeln runter. Und die gehen dann wirklich in den Boden rein und verwachsen sich da feste. Und der Ast wächst dann nach drüben und entwickelt dann weiterhin Wurzeln. Und sozusagen ist es dann, hast man nachher eine Brücke, so eine, wie eine Brücke. Also ich finde das total cool. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe auch Jasmin-Tee mitbekommen. Hat jeder eine Flasche. Oh. Mal gucken, ob wir die nachher irgendwie trinken können. Gell, Claire? Nein, war das noch? Ja, das war die Frauen. Die Frauen, wie sagt man, Höhle. Da haben die Frauen gebetet für eine gute Geburt, also wenn die schwanger waren, dass halt alles gut ging, da sind die Frauen dann oft darunter und haben dann gebetet. Das ist total cool.
Man Cave. Ja. Ja. Diese Wurzeln, was hier baumelt, das ist das, was ich eben gezeigt habe und gemeint habe, die werden dann irgendwann mal so dick und sich überall so verbreiten und verwurzeln. Das ist der Hammer, Leute, wirklich. Wir haben dann jetzt eine 3-minütige Pause. Sag hallo. Hallo. Ja, hier ist mein Teenager wieder wie immer am Handy. Ja, wie soll es auch anders sein? Eins muss ich euch jetzt noch zeigen. Und zwar, eins muss ich euch auf jeden Fall jetzt noch zeigen, ohne dass meine Maske wegfliegt. Moment. Und zwar haben die das Deck dort um den Baum rumgebaut. Auch dort drüben. Anstatt den Baum niederzumetzeln. Ich finde das so süß. Da wächst dann wahrscheinlich irgend so eine Palmpflanze, glaube ich. Oh, it's looking at me. Hi, buddy. So, in 2008, scientists found stone coffin and 3-year-old stone. Oh, yes. Stone coffin. The coffin was only 50 centimeters from ground surface, very shallow. This cave is no change. Long time ago, people looked this big. So, ihr seht, wir sind jetzt im Auto. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also es war wirklich Wahnsinn, oder? Hat Spaß gemacht. I was stressing about my notifications. Ja, klar. Teenager halt. Aber nee, wir hatten unseren Spaß. Ich fand das so richtig klasse. Auch die Führerin, die Tourführerin, die uns da unterhalten hat, uns alles erklärt hat, die war auch super, super süß, super lieb. Ja, okay. Nee, das geht nicht wegen meinem Oma-Dutt. Okay, ich denke, daraus kann ich jetzt auch wirklich einen ganzen Vlog machen. Ich habe genug Material. Dann muss der Q&A eventuell auf nächste Woche verschoben werden. Das ist, da habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, eventuell Fragen mir zu stellen. Schreibt mir die in die Kommentare rein und dementsprechend, ich verabschiede mich dann jetzt. Wir fahren jetzt einfach nur noch nach Hause und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht das Däumchen und das Abo. Es ist kostenlos und ja, und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.